Mit meinem UI von der Brücke springen auf ein Medium, das kommt bestimmt cool, das mache ich jetzt mal. Wollen wir noch ein bisschen pitchen? Pitchen. Bestimmt lustig, Twitchy. Haben Sie meine zugeguckt? Wenn wir dann, wenn das der Markus Ah, an. nee, das Problem ist bei mir, ich krieg meine Bildschirmauflösung nicht höher. Somit ist der scheiß verdammte fucking schwarze Rand rechts. Musst du dir einen neuen Monitor kaufen. Gebraucht geht auch schon günstig. Bin ich ja bei YouTube online, aber. Vielleicht kannst du ja da andere Formate Nee, nutzen. nee, nee, es ist der gleiche Scheiß an der fucking Rand. Ja, dein Monitor war wohl vor Twitch, da sage ich jetzt einfach mal. Ah, ich bin gleich fertig. Dauert nicht mehr lang. Das sieht man auch nicht mehr. Steyr-Waffenträger, die sind ja selten. Die Rotzdinger. Nehmt mich auch raus. Bin auf EU2. Ach, da ist er doch schon. Du darfst aussuchen, weil. Ja, du der Auserwählte bist. Ah, ich bin gleich fertig. Maus, das ziehe ich mal mit. Warte mal, hier können wir auch. Was lustig ist. Gaming. Ja, du kannst einen Gaming-Channel machen, genau. Haben ja so viele Leute schon sowas. Livestream von Konrad Markus. Ah, ja. Aber hier ist die Grafik schlecht jetzt. Nein, muss unten rechts auf den Zahnrad gehen und dann auf kannst du auf die Grafik einstellen. Machst du auf 10, Habe 10, 80. hab ich schon getan. Jetzt sieht's gut aus. Kann man immer machen, richtig geil, oder? Warum hat mir YouTube gleich so eine billige Auflösung gegeben? Normal machen die das gleich hoch. Eigentlich muss das automatisch laufen, ja. Hier, das. Jetzt sehe ich mich wieder doppelt. Jetzt muss ich wieder leise drehen hier. Ja, ich bleibe jetzt bei YouTube online und dann. Es hat auch der scheiß schwarze Rand da rum, muss ich mir mal kümmern, mal gucken, vielleicht den nerven wir für jetzt. Ach, das Gold, ne? Also ich Das würde den ist um. Gold würde ich schon gerne mitnehmen. Drei Artis, ja guten Morgen auch. Aus wollen sie ja schon wieder schlechter machen anscheinend zum Köpfen. Das ist echt die Mitte hochwagen, na gut. Für die Artis schon. Mal die eigentlich da hinten kuscheln oder was? Der ist abgeprallt. Wir haben sie bös erwischt. Boah, hier ist echt gefährlich. Der ist abgeprallt. Wir haben sie bös erwischt. Der Löwe kommt bei mir durch, geil. Eigentlich. Boah, hier ist echt gefährlich. Zwei. Auf Berg, da gucke ich mal hier nach. Eigentlich. Boah, hier ist echt gefährlich. Unten anrollt.
Und Regel 4350 habe ich schon. Ah, I understand. Gut. Jetzt weiß ich, warum du auch hier hingefahren bist. Nee. 2. Ja, Arti, komm zu mir. Auf Berg, da guck ich mal hier nach. Eigentlich. Boah, hier ist echt gefährlich. Unten anrollt. Ich habe jetzt erstmal. Und Regel 4350 habe ich schon. Ah, I understand. Gut. Jetzt weiter. Hier ist 4, ist hinten schon durch. Ich gehe mal zurück etwas. Ja, kommst du hier auf Berg, da gucke ich mal hier nach. Eigentlich. Boah, hier ist echt gefährlich. Unten anrollt. Überlasst die mal den Berg. Ich habe mich auf Berg geteilt. Mich dann gleich einladen. Wie lange brauchst du noch? Oh, 5 zu 6 steht's. Okay. Ja, Arti Party. Er erkennt mich noch 5-mal. Oh, hinter mir ist ein Emil. Bei dir ist ein Emil links, Peter. Ja, bei dir ist alles, ne? Ich glaube, der will was von mir. Ah, das schwöre Kacka, die. Ah ja, jetzt bei 5000. War ja mutig hier. Aha. Ja, fahr gegen mich, genau, so musst du es machen. Hört mich an. Ja, die Map ist fast zu klein für die ganzen Bouncer. Ja gut. Geht auch. Theoretisch geht's auch. ...4600 abgewehrt. Ich bin ready, ne? Jo. Wir haben dich nicht vergessen. Ich dachte schon. Leute, mit dem Zeug, wir sind jetzt live, ne? Jawoll. Bei Facebook geteilt alles. So. Aber jetzt mache ich keine Show mehr, jetzt ist zu spät. Wenn Peter jetzt online geht bei Facebook, müsst ihr eigentlich den Link teilen sehen. Und wenn er den weiterteilt, dann kann er noch weiterteilen und wenn die das auch weiterteilen. Das ist ja wie ein Lauffeuer. Ja. Alter. Oh, den will ich auch fahren. Den mag ich. Das mag ich dann auch wiederum. Vielleicht kannst du ja deine Bouncies kassieren hier. Lieber Bouncy, Mann. Ich bin unschuldig, T29. Können wir mal sehen. Ja. Gold Ammo loaded. Und da oben über der Knarre, Peter, wo noch mal dieses komische runde Erwölbung da ist, da kommen die auch durch, wenn die genau treffen. Das ist unglaublich. Ich habe Angst vor der Schlachtergasse, aber muss sein. Oben durch. Dauert zu lang. Ham! Ja!
Wurde schon aufgemacht. Ah, Typ 69, 64 mal. Das war ein Sniper-Schuss von Kühle 90 11 22 55 083. Nicht zu vergleichen mit 0815, 083. Haben wir welche, die uns zuhören? Nee, ich sehe es nicht. Okay. Sehr gut. Und da schaut es irgendwie raus und mein Tönchen wird natürlich getroffen. Ich komm nicht durch, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Auch bei LOL, ey. Oh, und wieder ein Kill von Knülle 9011 225083. Doch, dann geben wir das mal. Ah, Emil, ne? Geht auch was durch beim Turm bei dir, ja? Das mag ich, wenn die Türmchen-Gucker sich sicher fühlen. Dann gibt's eine. Jawohl, und wieder ein sehr schöner Treffer von Kühle 9011. Ist so bescheuert. Wir müssen so sprechen, wenn wir uns alle zuschauen. Und dann so: Hallo Peter, wie geht's dir? Was hast du heute erlebt? Mit welchem Panzer fällt er dir? Atmosphäre. Gefällt er dir? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Habt ihr Probleme und eigene Erfahrungen? Schreibt's bitte in die Kommentare. Hashtag Kühle 9011. Kommt ihr mit? Ja. Oh, guck mal, Conny dreht schon wieder durch. Ja, na. Der etwas überheblich spotten möchte, aber... die Heavy Ding! Mensch, du schießt doch nicht alle ab, die sollen mich ein bisschen... Hallo Conny, ich fahr vor. Lass mich durch. Halt Conny, halt! Ja, ich seh dich, seh dich. Warte mal, ich will frontal gegen ihn gegenfahren und dann stehen bleiben. Mal gucken, was er macht. Guck mir das Ganze. Aber unser Kassier. Ja. Wir können ja beide. Hallo, hier bin ich. Turm drehen zu mir, du Idiot. Nicht schießen, Dreckel. Nicht schießen. Nein. Lass uns mal ärgern. Ich guck mal zu. Ja, dann schießen sie ja von der anderen Seite durch. Nein, du, warte doch mal. Der spielt gar nicht mehr. Ach, der hat noch da guckt die Fall noch mal ab. Hallo. Dreh dich doch mal um, du Vollidiot. Du Dickkerl. Ich bin ja unschmeißig. Sag ich doch, die schießen da durch. Alles schon tot. Ach, das ging aber schnell jetzt hier. Ein glorreicher Sieg der Frontschweine. So was von bescheuert, der Typ. Palim, palim. Bonny, können die das alles mit, hä? Ja. Ja. Das ist halt nichts mehr mit Privatsphäre. Also in der Regel müssen die manche Gespräche dürfen die gar nicht intensivieren. Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Keine internen Gespräche mehr. Die Welt hört mit. Die Welt zu Gast bei Freunden. Ich hasse den Panzer einfach nur. Ich mag den Panzer nicht, ja, den Emil. Markus, erzähl doch mal. Hast du schon Erfahrungen mit dem Emil 1 gehabt im Gefecht? Nein. Was sind denn die Stärken von diesem Panzer? Was sind die Schwächen? Gar nichts. Alles schwach. Alles schwach? Schwach ist natürlich nicht unser Format. Also liebe YouTuber, wenn ihr irgendwann mal den Emil 1 haben wollt, ihr wollt ihn nicht haben.
Die Schweden, die sind einfach. Sind da noch nicht so. Fahren wir links, wa? Fahren wir links. Aber sofort. Da, wo der Daumen rechts ist? Ja, jo. An, jetzt sind die Deutschen einigermaßen voll und das ist auch wahr, aber jetzt beschweren die alle sich gleich, Deutsche. War doch schon von vornherein klar, dass sie sich beschweren, dass die Ersten schon rumheulen. Nein. Schöne Panzer. Da kommt Knülle 9011 ganz dezent von hinten angerauscht. Ich glaube, hier kommt gar keiner da. Gefällt dir das? Der Himmel ist blau, deine Augen sind so blau. Wunderbar. Oh, mit der. Okay, ich bin offen. Ja? Wann erkennt man das mal, dass man offen ist? Uhu! Aber wenn er Uhu uhut. Oh, von wo? Von was? Peter. Oh. Ach, fick dich, du Arti, Alter! Das Thema hat eben. Die Späten halten nichts aus. Ein Bierregal. Das war eine meine schöne Stelle. Es war klar, dass der Atem mich gleich nicht aufmacht, Alter. Gar nicht. Wo ging der denn hin? Fuck, man. Ah, die muss ich nur einmal splashen, Alter, bin ich im Arsch. Alter, das ist so eine Dreckskarre, Alter. Ich verkauf den morgen gleich. Ja? Ja. Ja, Schweden bauen sie. Jetzt bräuchte ich den nicht. Du einfach. Jetzt bräuchte ich nicht. Der kommt ja bei uns hinten. Lustig. Weil jetzt bräuchte ich nicht verkaufen. Macht keinen Sinn. Ich glaube, unser Team ist nicht so das Beste hier. Das kann auch passieren, liebe Zuschauer. Auch die Elite wird irgendwann einmal sterben, wenn sie gegen 15 Panzer spielen muss. Aber ihr seht, wie der Gegner mit dem nötigen Respekt vor Dreglislacher und Knülle 9011 22.583 vorgeht. Die bahnen sich auch noch nicht wirklich dran. Wobei der Dregl vielleicht noch einen mitnehmen wird in dieser Runde. Nein, da hat der Russenbonus wieder zugeschlagen. Munilager ist am Arsch. Das Munitionslager. Ebenfalls angeschlagen. Mach mir gerade noch, es kriegt ein Rap-Kit mehr. Das ist was. Links, Jagdtiger. Jagdtigerlein. Da, wo willst du denn hin? Hier bleibst du mal stehen hier. Ah, die Art, die treffen mich. Leider sehr lange nachladen. Der Gegner mit dem nötigen Respekt, aber da kommen sie, da kommt wieder der erste Schmiede. Den Peter natürlich gleich wieder zurückschicken wird, nein? Ja, ja, scheiße. Und der kleine Pubi, glaube ich, oder? Ja. Da sind drei den Turm nach vorne, der kommt sonst bei dir durch, nicht so weit nach hinten. Ein paar
Arti, Arti. Ey, scheiß Tiger, der geht mir so auf Eier. Und da war sind da die Arti, ja. Ach, schade. Arti-Spiele haben. Das ist zum Kotzen, Alter. Dieses Ding ist so nicht schlecht, aber da müsste ein bisschen beweglicher sein. So mit Drehen. Arti-Spiele haben übrigens einen sehr kleinen, kurzen und krummen Penis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler im Team mit 0 Schaden. Ja, ich bin dabei. Das ist natürlich. Da sind wir dabei. Das ist doch der letzte Pischen. Nimm die Löwen. Geld. Etwas knapp bei Kasse. Wollen wir die jungfräulichen Klosterfrauen mal besuchen? Ja, hier wird das Zölibat noch groß geschrieben. Das ist keine Art, wie cool. Fahren wir rechts, wa? Oder wollen wir Wasser? Weil keine Arti da ist. Ist mir egal, ist mir egal. Deine Arbeit. Egal. Bin sportlich. Ein bisschen schneller könnte er schon sein, ja, ein bisschen wendiger. Guck mal, da ging ich durch, gibt's ja gar nicht. Ich glaube, wir haben ein bisschen besser. Ich fahr gar nicht so weit, aber guck mal auf den anderen. Ja, deswegen bleib auch erstmal hier vorne. Rechte Seite, die ist rot. Fahr mal andere Seite hin. Ich komm mit. Stolz und Zweifel gräbt er sich den Berg nach oben. Direkt neben Knülle 90F, 22, 55 und Seite an Seite stehen sie da. Das ist noch alte Kameradschaft.
Abkommen Sie schon. T32. Da ist die Kette. Pack mal voll im Dreckholz, Alter. Jetzt bin ich richtig pushen. Oh, Alter. Dann GF schießt mir durch, jetzt klar. Die Entfernung, Alter, hör auf. Was ist denn mit der Kanone los jetzt? Ein schöner Treffer. Von links unten wird sich demnächst ein Objekt nähern, welches uns auch spottet. Mein Sohn. Hier, der Schuss ist gut. Damn. Egal, hau ab da! Ich schaffe meine Mission doch fast. Okay. Darfst du wieder stehen bleiben? Wie viel hast du denn schon abgewehrt, Peter? 3000, 4000. Ja, lass ich dich mal alleine da oben. Ja, ich muss aber noch irgendwo einen Schuss hin loswerden. Ja. Some Pershing noch. 1400, da Objekt kommt wieder durch, VKP kommt natürlich auch durch. Nicht abstürzen, nicht sterben, nein. Elegant. Ich glaube, die schauen alle auf uns. Da kommt mich, glaube ich, der Pershing besuchen, ja? Soll ich mal so ne. Lass mal den Peter nach oben. Hey. Bist du hoch? Soll ich dich anbumsen? Nein, ich müsste. Darf ich dich ein bisschen bumsen? Ich hab noch gar keine, ich muss noch einen Schuss loswerden, warte mal. Kann man abspritzen. Reicht aber noch nicht. Ah, doch, 5100. Oh Mann, hinter mir, wo seid ihr denn? Ich dachte, ihr seid da oben. Ja, komm, Alter, echt. Ich dachte, ihr steht da oben. Da leider nicht mehr. Ja. Weil ich gemerkt. Zu viel Feuer war, zu viel Feuer. Oh nein, wo ging der Schuss denn hin? Regel, komm zurück. Ja. Yeah. Ich bin jetzt hier halbwegs ran, vielleicht wird das ja doch noch was. Oh ne, ich komm nicht mal ganz weg. Ich glaube, die nehmen irgendeiner hier so einen Spritzen. Ich bin weg. Dumm ist mir genau im Weg. Ja, ich kann halt schwer woanders hin gerade, ne? Hast du noch einen getroffen, Knulle 9011? Ja, ich hab noch getroffen, aber. Ihr hättet oben auf dem Berg bleiben müssen. Ja, Markus, was sollen wir machen? Da wären wir ein Schuss gewesen. Diese ja. Scheiß Defender-Pisse kommt doch wieder überall durch, weil es nur übertriebene Russenscheiße ist hier, weil das letzte Russenspiel ist. Scheiß Russen, die hätten keine Chance gehabt gegen die Deutschen, Alter. Überhaupt nichts wäre da nichts passiert. Hör auf, Junge. In 80 Tagen haben wir sie besiegt. Ach nee, das waren die Polen. Klar, Alter, so ein scheiß Russen-Bonus hier kommt raus und die Pisse schießt dann überall durch, Junge. Hör auf, ey. Hör auf, ne? So ein Dreckspiel, Junge. Emil, ist das der nicht so gut sein soll? Dann nehme ich mal wieder den. Ein bisschen warm fahren hier. Ein einziger Schuss hat noch abgebrannt. Uns guckt ja gar keiner zu auf YouTube, nur ich. Ich guck mir selber zu. Oh, hängt aber auch nach bei dem YouTube-Livestream hier. Also ganz live ist er auch nicht.
Nö. Auch mindestens 15 Sekunden, nee, nicht mehr. Das ist normal so. Okay. Ich bin das gewohnt. Ich guck Fußball und es ist 3 Minuten hinterher. Der andere schreit Tor und ich sitze da und nichts geht. Ja. Einheit ist dann nicht schlecht, gerade wenn man Turnier fährt, dass du da so eine hohe Spanne hast, damit die nicht gucken können, weißt du, was wir vorher machen. Ja, das ist wahr, ja. Oh, Alter, ich bin schon wieder auf 180 hier, Alter. Ich kann schon wieder schreien hier. Alter. Ey, ist echt so, Junge. Das verlaust du direkt. Glaubt ihr das? Ich bin auch schon gut ausgerastet. Rast meistens dann aus wegen Alleinspiel. Vor allen Dingen, es ist immer so. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie sehen oder ob das mit Absicht ist. Alter. Nur durch hier. Hör doch auf, ey. Hör echt auf. Ein Gefecht, weißt du, da prallst du über 9000 Damage ab. Das andere Gefecht, hier hast du Buben hier an 2000 ranzukommen, weil jeder Flachwichser ja. Ein durchschießt hier, weil sie alle da auch nur mit Gold das schießen, die ganzen Gold. Lappen, ja. Junge. Ja, genau. Das ist ja das. Du brauchst Glück in jeder Hinsicht. Du brauchst mit der Map Glück, mit dem Matchmaking, mit den Mitspielern, mit Gold im Umlauf und. Und scheiß Russenpanzer fahren. Vielleicht nur eine Sparte. Ah, der Russenbonus kam nicht. Hallo. Ich nehme ein paar Zehner, kein Problem. Ende Kacke ist. STI 5 natürlich alles durch. Ja. Willst du aber wissen wir. Was macht unser Meister? Type 4 schwer? Ja, wartet nochmal ab. Die Maus bleibt natürlich auch erstmal dezent hinten, ist klar. Die hat natürlich Schwierigkeiten mit der Panzerung. Maus heißt Maus, das ist cool, das ist lustig. Ja, E-Type, E4, schwer, 4, schwer da, jetzt aber. Jetzt versteckst dich erstmal hinter mir, gell, ja. Wo musst du das tun? Mit dem Röhrchen schießen und vorfahren. Oh, was ist hier denn für ein Kampf? Lustig. Links kommen die Medien. Ja. Ich dreh mich mal ums. Ich glaube, die Gappen uns. Warum glauben da schon muss nachladen. Fettschett oder irgend so ein Gelümpe. Ich komme doch da nicht rüber mit meinem Assenpanzer. Ich muss nachladen, ich habe noch 4 Sekunden. Brauchst du irgendwie schnellen Panzer? Aber die Badgets fahren, sind sowieso alle Egoisten und Wertungsspieler. Mann, du bist nur noch am Verlieren hier, Alter. Das hätte ja nicht sein müssen hier gerade. Naja. Nee. Oh, das war eine der Badget. Naja.
67. Ich hab schon wie übertrieben schlecht. Jo, was nehme ich denn da? Jeder, das ist ein 8er, soll sie fahren oder was? Mir ist es egal. Mir ist es Lade. Jo, oh, komm mal ran. Okay, dann nehme ich bitte. Ich gehe mal in die Mitte. Ich habe was Schönes gefunden. Aha. Oh, oh, hoffentlich schießt. Hoffentlich schießt sie gleich ab. Nein. Natürlich warm. Wenn ich. Ja, ich glaube, ich gehe gleich mal schnell weg. Ja. Wenn ich es denn könnte, ja. Also ich kann schon flüchten, würde ich jetzt mal sagen. Ich werde da vorne runter und spotten gehen. Ich muss er schreiben, genug Platoon 2. Dann können wir noch ein bisschen Bilder machen und schreiben, ja, Platoon 2 gut. Aber bisschen Stachel, ja. Ich glaube, noch sitzen ruhig alle hier. Vielleicht haben die es gar nicht gesehen. Ja. Dann sind wir sind. Ob einer guckt schon, na, kommt mal weiter. Das ging ja nochmal gut. Man soll die kleine Art hier nicht unterschätzen. Den T67 eigentlich auch nicht. Die schießt schon. Es ist auch keiner. Also wenn ich das schon wieder sehe, so ein AMX fährt vorwärts in die Heavys in Stadt rein. Völlig wirkungslos. Was will er denn da? Hat er Angst, dass er alleine da draußen stirbt oder was? Tja. Willst doch nix. Ja, TDs stehen da, haben keine Wirkung, die Art ist auch nicht. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, nö, als einzigste Leid fahre ich da nicht raus. Hat er Angst, dass er alleine da draußen stirbt, oder was? Tja. Willst doch nix.